Hallo YouTube und ein gut Kick an euch an den YouTube-Empfangsgeräten. Willkommen. Bei uns ist Tag 2. Wir schreiben den Freitag zu WrestleMania. Der Chat brennt. Der Chat ist gehypt. Ich bin gehypt. Ihr seid es hoffentlich auch. Das letzte Video war ja schon ein absoluter Knaller mit den Live-Ausdrücken aus Amerika von in erster Linie Stein. Die hatte mir super, super viel Material geschickt. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Also nochmal, wir versuchen euch so ein bisschen mitzunehmen. Der Chat hat mir gestern das Feedback gegeben, das funktioniert sehr, sehr gut. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man wirklich mitten in Amerika ist. Und ich hoffe, das können wir auch weiter mit transportieren. Zumindest versuchen wir drei, das irgendwie zusammen euch da ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen. Ja, ich habe Material bekommen mal wieder. Das ist sehr, sehr geil. Ich habe drei. Ich habe, weiß ich gar nicht, wie viele Videos bekommen. Zig Videos bekommen. Ich glaube, ungelogen 6, 7, 8. Ein bisschen kleinere Videos, ein bisschen kleiner als gestern. Aber Content. Der erste Teil, wahrscheinlich von vielen. Die Jungs sind heute Abend jetzt, wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich ist es schon vorbei. Also es ist sehr sicher vorbei. Außer wir schaffen das heute in Rekordzeit noch was hochzuladen. Aber die sind heute Abend noch bei SmackDown. Da werden wir bestimmt auch noch mal so ein paar Eindrücke kriegen, so wie die Arena aussieht. Dann seht ihr erstmal so aus dem Publikum heraus. Ich hoffe mit guten, guten Plätzen und mit einer guten, guten Stimmung. Und ich zeige euch jetzt ein bisschen Material. Ja, Steini hat mal wieder geshoppt. Und Steini wollte unbedingt ein Feedback haben zu seinen Klamotten, die er sich gekauft hat. Ja. Eine WrestleMania-Cappy. Okay. Chat, wir machen das jetzt so. Ihr dürft immer 1 bis 10 bewerten. Ich sag, die ist für mich, finde ich nicht so schön genäht. Ist ein bisschen oldschoolig, finde ich ganz okay. Würde ich eine 6 geben. Ja, finde ich in Ordnung, aber ist auch nicht mein Lieblingslogo. Okay. Chat hat die erste Bewertung abgegeben. Gut, stabil. Und Mittelmaß, Steini. Mittelmaß. Solides Mittelmaß. Wie bei GM, da kennt sich ja mit aus. Dann geht's weiter mit einer Kombo von WrestleMania 40. Ist das ein Tanktop? Also ich glaube ärmellos und einem The Rock Shirt. Fangen wir an mit dem The Rock Shirt. Das ist für mich eine ganz klare 8. Eine ganz klare 8. Aber auch nur, weil ich es nicht tragen könnte. Ich könnte dieses Shirt einfach, das wäre also, das ist, Stein, die kann das tragen, so als Fashion-Ikone. Dem passt das optisch wahrscheinlich einfach ganz gut. Ich sehe da wahrscheinlich aus wie Lumpy im Schlafsack mit drin. Irgendwie das so Kartoffelsack, aber geiles Ding. Finde ich cool, hat was Eigenes. WrestleMania 40 Philadelphia. Ja, finde ich ein bisschen wenig. Das finde ich ein bisschen wenig. So. Sieht okay aus, ist basic, kann man so tragen. Verstehe jetzt den Stacheldraht nicht so ganz. Aber vielleicht sehen wir ja doch bei Mania ein. Vielleicht entwickelt sich ja bei AJ Styles und LA Knight doch noch was zur Brutalität. Gebe ich eine 6,5. Ja, nee, gebe ich eine 7. Fand ich besser als die Cappy. Gebe ich eine 7. Ja, statt von ECW. I don't care. So, du musst ja nicht bei T-Shirts jetzt auch schon über 34 Ecken denken. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht so. Finde ich einfach ein bisschen, sieht einfach ein bisschen mäh aus. Dann lieber das. Also wenn wir entscheiden, müsst ihr eher das nehmen. Aber ich bin auch kein Mini-Helm. Ich meine, die kriegst du ja überall nachgeworfen. Ja? Die sind ja so super, super gängig geworden, auch im NFL-Bereich. Und ich glaube mittlerweile auch häufiger schon bei der WWE. Die sind cool. Die finde ich ganz cool zum Hinstellen. Die gehen jetzt nicht unter oder so. Die sind aber auch nicht zu aufdringlich. So, da kannst du noch ein bisschen was. Dann haben wir hier nochmal das Rock-Shirt. Also das ist schon geil. Ja, es ist schon geil. Wie gesagt, du kannst das tragen, Alter. So generell in deinem Style. Das Rockshirt finde ich richtig, richtig gut. Das hat was Eigenes. Ja, und vor allem auch so der Oldschool-Rock drauf, der Oldschool-Schriftzug von The Rock. So einfach total überladen, so eigentlich gar nicht optisch irgendwie groß ansprechend. Ja, das gefällt mir nicht so. Aber ist okay. Schöne Socken auch. Finde ich gut. Sockenbewertung, Chat. Ein bisschen grauen Strich drauf, wahrscheinlich durch die Schuhe. 6,5 für mich. 10. Fußfetisch bedienen, ne? Kalle und Erne haben das auch geholt. Echt, das Rockshirt? Und dann nochmal die drei Jacken, die wir ja gestern schon gesehen haben. Ne, doch drei. Die WrestleMania-Jacke, die Razor-Jacke und die Shawn Michaels-Jacke. Sag ich dir ehrlich, gibt's gar keine Diskussion davon. Gibt's wirklich überhaupt keine Diskussion zu. Die sind alle eine glatte. Oder machen wir es anders. Shawn, 10. Razor, 10. Die WrestleMania-Jacke ist für mich eine 9. Hypen sollen.
Geh mal rein. Sind diesmal auch von beiden. Gestern war ja hauptsächlich nur Steini. René hat mir heute aber auch 2-3 Clips zukommen lassen. Ich weiß, kann es jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass die Hochkant-Videos von René sind und die anderen sind von Steini. Ja. Chat, hypt euch. Wir gehen rein in Video 1. 1 Minute 44. So, einen wunderschönen guten Morgen an das Liebe und an den Chat. Bei uns ist jetzt gerade 9 Uhr. Bisschen. Und wir sind gerade auf diesem Philly Market. Auch mal ein bisschen anderer Content. Ist das der, den wir im Video gesehen haben, Steini? Ja, ne? Diesen Philly Store? Geil. Müsst ihr euch so vorstellen, das ist eine alte, umgebaute Bahnhofshalle. Mit sämtlichen Feststellen und Maströdelmarkt mit Essen. Und hier gibt's alles. Das wäre mein Endgegner. Und an jeder Ecke, wo du hier rumrennst, riecht das anders, ne? Also gibt's alles Mögliche. Kranke Kacke. Ich möchte nur mal erwähnen, dass ich alle zum Frühstück ein Philly Cheesesteak, ein Bagel oder was weiß ich nicht was geholt habe. Ich habe mir einfach eine Packung Himbeeren geholt, ne, und bin schon happy, sag ich euch ehrlich. Ne? Das ist der bodenständige Boss. Hey, Kids, die essen alle Philly Cheesesteak, haben Philly Cheesesteak dabei. Ich esse nur mein Himbeer allerlei. Der aller echte Steini, der Boss. Aber hier. Oh, das wäre mein Untergang, so Läden, ne? Alles mögliche, Theken, prall gefüllt mit sämtlicher Scheiße hier. Und da nimmt ja alles kein Ende, ne? Jetzt haben wir eben ein Ende vom Gang erreicht, aber ich weiß... Was? Wie tief geht das denn? Was ist das denn? Der ist ja endlos. Ich weiß nicht, ob man das sieht, bis da hinten hin. Und das geht halt so weit, wie es nach da geht, geht es nach da und nach da halt auch, ne? Das ist ein bisschen wie bei Bomberman, oder? Wir haben jetzt einen Ersatz bekommen für, dass das Pressending da ausgefallen ist, was ein maximaler Bruch ist. Ja gut, dann kann ich das ja jetzt auch erzählen, ne? Dafür haben wir jetzt bekommen All Day WW World. Ist ein kleiner Ersatz, würde ich mal sagen. Plus wir haben gleich noch die Möglichkeit, 2 WWE Superstars zu treffen und zu interviewen, mit denen ein bisschen was zu machen. Ich weiß aber schon, um wen es sich handeln wird, das werde ich jetzt hier nicht sagen. Ja, ist ganz cool, aber... Ja. Ich wusste das gestern Abend schon ein bisschen und heute Morgen habe ich dann auch die Bestätigung bekommen, als die Jungs die Bestätigung bekommen haben. Die waren ja eigentlich zum Presse-Event eingeladen. Ja, das Presse-Event, wo LA Knight war. Das wäre für Steini halt so Bucketlist-Ding gewesen. Deswegen tut mir das für ihn leid. Bei René hätte man vielleicht vermutet, dass auch Orton oder sowas da ist. Das kann sich im Nachhinein... Ich weiß nicht, wer alles bei dem Media-Event da war. Genau da, wo natürlich auch diese Schlägerei mit LA Knight und AJ Styles gewesen ist und so. Stellt euch mal vor, das hätte man für einen Vlog oder generell hier als Content. Und das wurde heute Morgen abgesagt. Und das ist halt uncool so. Du bereitest dich ja auch drauf vor. So. Ich glaube, René hat sich halt auch intensiv auf die Fragen und das Board und alles vorbereitet. Gestern auch noch Stuff dafür besorgt. Ich habe die Hoffnung, dass vielleicht auf der WWE World die Tage noch was geht. Es ist cool, dass sie jetzt jeden Tag zur WWE World können. Wäre für mich jetzt kein Ersatz. Das ist eher ein Trostpflaster als ein Ersatz auf jeden Fall. Aber vielleicht, ich meine, LA Knight hat ja, glaube ich, auch ein Foto-Auto-Termin. Ich meine, LA Knight wäre auf der WWE World zum Fotos machen. Steini, falls das die Möglichkeit gibt, macht das auf jeden Fall, Alter. Ich weiß nicht, was die da kosten oder ob es ein Ticket brauchst. Vielleicht kann da auch 2K irgendwie was drehen, dass du da irgendwie was, weiß ich ja nicht, aber weil jetzt natürlich auch der Zug abgefahren, weil ich glaube, der hat ja kein Ticket geholt, weil du wusstest ja nicht, was passiert und mit wem. Das erfahren die auch immer alles so in den letzten Sekunden. Dann holst du dir ein Ticket für LA Knight und hast den dann eventuell ein Presse-Event und sowas. Das ist natürlich auch doof. Wurde für alle abgesagt. Für alle. Ja, also sehr, sehr schade. Ich weiß, wer da ist, aber ihr werdet gleich auch ein bisschen was erfahren. Eins habt ihr eben schon im Chat gelesen von René. Deswegen werde ich das jetzt nicht noch raushauen. Aber... Ja, ist sehr, 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 sehr schade. Ist eine Insta-Story. Ich mag die nicht. Guter Zeitpunkt. Sehr gut. René, wenden wir den Mund so voll. Ab! Quadrati, moin.
Wichtig ist, Chat, wir haben ihn endlich. Den Rolex-Counter, der steht auf 1. Endlich ist es soweit. Auch ein gutes Bild fürs Thumbnail. Panda, mach dir ein Foto, man weiß ja nie. Das ist eine Insta-Story, ich markiere dich da auf. Erstes Philly Cheesesteak. Und ich glaube, alle sind happy, ne? Du kannst beruhigt essen, du bist nicht drauf. Oder soll ich dich drauf machen? Also alle sind begeistert von dem Ding. Hier ist auch nichts mehr über. Echt, ja? War gut? Ein bisschen wird der ganze kompletter Biss. Ich wollte nur einmal beißen und habe am Ende 2,5 Mal gebissen. Also, ne. Was? Oh, Mensch. Oh, das ist, oh, das ist der neue Qualitätsstempel. Wenn ihr Essen habt, wo drauf steht, Steini, Gänsefüßchen, ich habe 2,5 Mal gebissen, Gänsefüßchen, dann wisst ihr das gut. Schöne Sache. Schön zum Frühstück erstmal für die Cheesesteak, schön mit Cheddar-Soße, wa? Geil, ey, gut, dass das gut war. Ich hätte mir wahrscheinlich sogar noch diesen Laden, diesen einen speziellen Laden rausgesucht. Also ich wäre dann, beim Philly Cheesesteak wäre ich ein bisschen eigen gewesen. Da gibt es halt einen Laden, die machen angeblich das beste Philly Cheesesteak der Welt. Da wäre ich wahrscheinlich noch reingegangen. Also das wäre für mich so, ja, wie soll ich das sagen? Also wenn, dann hätte ich halt das angetestet. Aber kann man auch so machen. Ja, genau, dieses Corner-Ding. Weil wenn, dann würde ich, also wenn ich sowas Spezielles esse aus einem Ort, aus einem Land, dann will ich halt auch das Beste davon essen. Aber ich in den USA wäre, Terrorbanane, USA wäre für mich Untergang, Alter. Für mich Fretzack. Ich würde alles probieren wollen. So, Bruder, einmal ein Vergleich zu gestern. Aha, wir sind in der WWE World. So, Bruder, einmal ein Vergleich der kommt zu spät. Gestern. Ich dachte gestern noch, das sind ja sehr viele Reihen. Die waren ja gestern alle leer, ne? Die waren alle leer. Alle. Und ich dachte jetzt, das sind wirklich viele Reihen. Also die haben ja mit wirklich vielen Leuten gerechnet. Und ich denke, dass vor Mania das noch mal schlimmer wird. Da ist alles voll. Und draußen stehen die auch. Muss nicht anstehen. Also, bin ehrlich, wenn wir hier nicht schnell reinkommen. Weißt du was? Wir haben einen Interviewtermin, ja, aber normal müssen wir reinkommen. We are press here. Ja. We are the Presse. Zeig die Rolex. So, what would you do, brother? Yeah. When the Hulkamania runs wild on you? But tonight it's a different story. Ich will gar nicht wissen, wie viele Reihen das auch quer sind. Wahrscheinlich so 4, 5 und dann in der Länge. Ja, also, und dann kannst du dir vorstellen, wie voll es da gleich drin ist auch noch. Guck mal, vielleicht haben wir noch In-Game, also In-Area-Footage. Ja, das wäre mir, also mir persönlich wird das jetzt richtig wehtun, wenn wir da so eine Riesenschlange sehen, dass alles Leute sind, die sich da anstellen, so richtig Gamescom-like. Und dann hast du hier so Leute, die haben einfach Pressebändchen, so, weißt du? Die gehen da jetzt einfach dran vorbei, so. Denen ist halt einfach scheißegal. Ist ein asoziales Verhalten. Jay mit Mittelfinger, okay. Bin ich dabei. In meine Richtung, den notiere ich mir. René natürlich lässt wieder. René macht wieder einen auf. Guck mal, ihr habt eine Rolex um den Arm, lass mich in Ruhe. Wenn ich keinen Presseausweis habe, zeige ich halt meine Rolex vor. Ja, so ist es. Einmal in Amerika wieder, ne? So, und jetzt seht ihr halt vielleicht dann schon mal als kleinen Spoiler, ihr habt ja eben schon gehört, wer zum Interview da ist. Ja. Aber es sind ja nicht nur die da. Das finde ich eigentlich wieder ganz okay. Finde ich auf jeden Fall besser als das andere Angebotene. Mal über den Acker ziehen, ja? Erstmal schön was futtern. Aber das wäre, also, boah, was geiler Content wäre, wirklich gegen die beiden 2K zu spielen, ne? Weiß ja nicht, ob das möglich ist, aber das sind wahrscheinlich wieder René-Videos hier, hochkant. Sehr gut, da ist es doch. Hat denn irgendeiner von den Deutschen mit denen gespielt? Wahrscheinlich nicht, ne? Was hat der denn am Anfang gesagt? Irgendwas mit I don't see entrances, oder? It's kind of hard, it's so obvious. I have a
Ah, Waller, Junge. Waller, so ein geiler Typ, ne? Ich feier Waller total. Waller ist so ein geiler Typ. Noch eins von René? Ja, gut. Das sind meine Lieblingsvideos. Nee, ich glaube, der Vlog von René wird gut. Also, könnt euch schon mal alle eine Nackenkrause holen. Das wird der Vlog von René. Wir stellen uns alles schon mal ein. Finde ich gut. Guter Vlog. Gut. Vlogger eures Vertrauens. Hoffentlich ist das jetzt gerade. Slivo? Finde ich das, also nach dem Mittelfinger von Jay schon eine zweite sehr, sehr schwierige Aktion. Das möchte ich in diesem Kontext auch mal kurz erwähnen und festhalten. Also René und Steini haben halt ein Match gegeneinander gemacht. Und Jay hat halt eine Story gepostet und hat gesagt, die kämpfen gegeneinander. Und dann hat Jay irgendwie was gepostet wie... Warte, ich muss mal kurz genau sagen, was da drin stand. Unangenehm. Naja, also sein Post war, der Keller 15 hat Official Tactics komplett rasiert und hops genommen. Ja. Also. Ich habe halt nur gesagt, nicht überraschend. Es war ja eigentlich nur ein Lob, weil Steini so krass ist in dem Spiel. Dass das natürlich direkt weitergetragen wird, finde ich schwierig. So, dass da sofort von A nach B kommuniziert wird, einfach so weitergeleitet wird. Gut, dann ist mein Follow dann auch raus bei PaceMeet wieder. Ich gehe wieder auf die Videos von Steini, die sind eh besser. Nicht mal angenommen, die Nachricht. Das kommt noch dazu. So, hier ist jetzt der Ausgang, wenn du bezahlt hast quasi. Warum ich hier stehe, weil ich mir nicht noch mehr Sachen gekauft habe. Natürlich, sowas würde ich nie tun. Habe ich nicht gesehen, dass es da eine Abteilung mit Snapbacks gibt. Habe ich auch nicht. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht gesehen, so ein Blödsinn. That's it. Chat, fühlt ihr das eigentlich auch? Ich gucke die ganze Zeit die Leute an, ob da nicht noch irgendwo ein T-Shirt bei ist, was mir eventuell gefallen könnte. Ich habe noch nichts gefunden, aber ich gucke die ganze Zeit so. Das wäre noch cool. Warum ich hier stehe, weil ich mir nicht noch mehr Sachen gekauft habe. Natürlich, sowas würde ich nie tun. Ja, aber ich sehe nichts. Punk, ja, muss nicht. Aber jeder mit einem Wrestling-Shirt, ne? Also ausnahmslos jeder. That's it. So, das letzte Video, das habe ich noch nicht gesehen, das ist ganz neu. Ich habe alle noch nicht gesehen, aber das habe ich gerade gekriegt. Die Snapback-Sektion würde mich auch mal interessieren, wie die aussieht. So, wir machen gerade ein bisschen Zeit. Die Kreditkarte brennt, ja. So, wir machen gerade ein bisschen Sightseeing. Seht auch mal ein bisschen was von der Shitty. Was man aber sagen muss, ist, das hat Kalle gerade angesprochen, sobald du ein bisschen abseits gehst, merkst du nicht mehr viel von Mania hier. Das war in L tatsächlich eine ganz andere Nummer. Gleich, ja. Da war ja alles, die ganze Stadt zugedeckt damit. Hier ist kein WrestleMania-Schild an den Straßen. Und das ist ja nicht mal außerhalb. Also ich sehe zumindest nichts. Normalerweise waren hier in L.A. alles voll. Wer die Vlogs da gesehen hat. Aber hier ist gar nichts. Aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend, hier mal lang zu latschen. Ich weiß nicht, was das da sein soll, Alter. Was ist denn ein Scheißhaufen gestapelt oder was hier als Statue? Ich hab doch keine Ahnung. Jo, genau das wird's sein. Ahnung, ich weiß es doch nicht. Wahrscheinlich gerade so das höchste Gut von Philadelphia und er sagt, das ist ein Scheißhaufen gestapelt. Nee, aber da hat er recht. Ich finde,
Das ist mir eben schon bei RNE. RNE sagte, da sind ja so, weiß ich nicht, die ganzen Werbebanden und so, Bander und sowas sind ja da. Dass da ja schon sehr viel Mania-Fieber ist. Du siehst halt auch viele Leute, ja. Aber wenn ich jetzt alleine diesen Shot sehe und da ist halt WrestleMania in der Stadt, finde ich, ist das wenig in Philadelphia. Sehr, sehr wenig. Könnt ihr nochmal gucken, aber ist das die Church, die ihr meintet? Die ist ja riesengroß, das sieht schon geil aus. In Amerika so krass, dass alte Kirchengebäude so geil in moderne Großstädte integriert sind. Voll. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt keine Interviews. Doch, doch, es gibt Interviews, aber halt nicht mit denen, die auf dem Presse-Media-Event waren. Vor Ort. Also da, wo auch LA Knight war und so. Also ich weiß nicht, ob es Interviews sind, aber zumindest laut René hat er ja gleich ein Interview. Oder zwei. Ja. Aber halt nicht die Interviews. So. Imagine, die hätten halt LA Knight haben können als Interview. Das wäre krass gewesen. Und jetzt stehen die da und kriegen das nicht. Seht auch mal ein bisschen was von der Shitty. Was man das aber wird sagen Steini bestimmt muss, noch im Vlog erzählen. Kalle gerade angesprochen. Oder René. Sobald du ein bisschen abseits gehst, merkst du nicht mehr viel von Mania. Ja, das ist wirklich, ne? Ich habe auch das Gefühl, ist eigentlich alles normal da. Andere Nummer, da war ja alles. Die ganze Stadt zugeteckt damit. Hier ist kein WrestleMania-Schild an den Straßen. Nee. Das ist schade. Also ich sehe zumindest nichts. Normalerweise waren hier in LA alles voll. Wer die Vlogs da gesehen hat. Aber hier ist gar nichts. Aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend, hier mal lang zu latschen. Ich weiß. Ja, jetzt ist halt die Frage, wen bekommen die dafür, ne? Oder wer war da? So, ich weiß gar nicht, ob du wissen willst, wer da war. Und dann habe ich natürlich noch, deswegen habe ich es euch noch nicht gezeigt, auch noch ein paar Fotos bekommen vor Ort. Und zwar einmal. Das sollen die bitte. Ihr habt ja eben gefragt, was ihr mir mitbringen sollt, ne? Das Plakat wäre schon stark. Also, wenn ihr das mit in ein Flugzeug kriegt, das würde ich nehmen. Das würde ich mitnehmen. Also das wäre cool. Oder Chat? Das hier im Hintergrund würde sich gut machen. Dann können Sie sich auch mal ein bisschen anstrengen. Einfach mal eine Räuberleiter machen. René ist doch 4,93 Meter. Ja. Und? Survivor Series. Ist vielleicht sogar noch geiler mit der Wyatt Family drauf. Auch da kann man sich auch mal anstrengen. Eins von den beiden würde ich nehmen. Geil mit den Krokodilen und so, ne? Mega geiles Bild. Und die beiden Bilder, die ich hier noch bekommen habe. Und zwar einmal. Jawohl. Steini schon immer großer Austin Theory-Fan gewesen. Der ist aber auch schön. Was habt ihr hier ein Passwort eingegeben für ein Spiel? Einer Pfeil runter, einer Pfeil hoch, einer Pfeil nach links oder was? Oder was? Auch jeder mit einer anderen Nummer, ne? Gut. Obwohl, ich sag mal so. Wenn jetzt jeder den Finger so ein bisschen hebt und zentral macht, dann hat er eine Scissor-Gang. Und das schöne T-Shirt von Hulk Hogan. Gibt's bei Taz. Zeige ich euch aber noch. Taz-Dings machen wir auch noch. Und das gleiche Bild gibt's natürlich auch vom Mann mit der Rolex, die er da versteckt hat, weil er Angst hatte, dass die dem sonst komplett wahrscheinlich verprügeln. Cooles Bild. Guck mal, der ist auf einmal bei Pretty Deadly. Yes, boy. Aber Grayson ist schon stabil, ne? Zwei Bilder mit Austin, null mit Sean. Fällt langsam auf. Ich sag ich auch. So langsam ist auffällig. Aber Alter, aber klar ist das natürlich der Trick 17, ne? Arm unter den Bizeps und hochschieben. René hat das noch nicht so ganz verstanden. Aber da wäre ich auch eher so der Typ, der jetzt eher die Brust fest. Aber wenn du neben denen stehst, ist das natürlich auch noch was anderes. Aber guck dir das hier mal an bei Austin, Alter. Puh. Puh. Man unterschätzt das immer, ne? Ich meine, man konnte das damals in diesem Stare-Down sehen, den er mit Bobby Lashley hatte, wo die so ein bisschen Bizeps-Test gemacht haben. Da konntest du sehen, was Theory für einen Körper hat. Aber wenn du das hier so siehst, Junge, Alter. Respekt. Und René dahinter, oh, ich bin auch dabei. Geht schön. Das war die erste Riege an Content, Chat. Ich denke, da kommt heute noch ein bisschen was. Ich habe ein bisschen Content noch bekommen von den Jungs. Ich muss mal kurz sortieren, wann das alles hier angekommen ist. Ladies and Gentlemen, willkommen bei WrestleMania. Ich sehe den geilen Italiener da die ganze Zeit lachen rechts in der Kamera. Und das ist, dein Lachen ist so ansteckend. Ne? Übrigens möchte ich sagen, Panda, ich weiß, ich sehe nur dein Gesicht. Ich sehe nur dein Gesicht, die Leute sehen dich nicht. Ich muss sagen, Panda habe ich richtig lieb gewonnen die letzten Monate. Seit den Sammelkartennummern.
Panda ist ein richtiger, richtiger, süßer Ehrenmann, mit dem man super viel Spaß haben kann. Aber das werdet ihr wahrscheinlich auch bei René im Stream gemerkt haben und hier auch. Panda ist so ein gechillter Dude. Ich hätte das nicht mit jedem gemacht, mich da drauf eingelassen, Mania zusammen zu gucken. Das war mir wichtig, dass da eine Chemie ist. So, ne, habe ich ja immer gesagt. Das ist nicht so, als hätten nicht viele Leute angefragt. Panda hat nicht angefragt, aber Panda habe ich dann gefragt. So, jetzt aber wirklich. Wir gehen rein. WrestleMania Day 2. Ja, wir sind jetzt, wenn ihr wahrscheinlich den ersten Teil schon ein bisschen gesehen habt, den Lektos hervorragend geschnitten hat, wie Lektos das immer macht. Falls ihr das jetzt hier in dem YouTube-Video seht, dann hat da jetzt so ungefähr 4 Stunden Zwischenzeit und da ist nichts passiert, außer lustige Quizzes, gute Stimmung und sowas. Vielleicht brauchen wir das auch gar nicht und du kannst das einfach nahtlos dran cutten, Lektos. So, jetzt hast du die Aufnahme, wird jetzt 4 Stunden lang und brauchst eigentlich nur 5 Minuten davon. Ich habe nochmal Content bekommen. Und zwar von der WWE World. Wir hatten das ja schon im Chat gesehen und gehört. Steini hat das ja schon ausgiebig erzählt. Ich baue das jetzt trotzdem nochmal im Video mit ein. Die Jungs hatten eigentlich geplant, vor Ort eine Interviewreihe zu führen. Ja? Und die Interviewreihe sollte halt so sein, dass sie zu einem Presseevent kommen. Und das Presseevent hatte halt so einige krasse Superstars vor Ort. Am heutigen Morgen, also Freitagmorgen, haben die erfahren, dass sie nicht zu dem Presseevent können und dürfen, aufgrund einer Überbuchung der WWE. Das heißt, die haben 200 Leute eingeladen, obwohl eigentlich nur 100 Leute da so richtig reingepasst hätten. Ist für mich ein Unding. Ich weiß auch nicht, wie die WWE sowas überhaupt, wie der WWE sowas passieren kann. Das Schlimme an der Sache ist, es hat sich jetzt im Nachhinein herausgestellt, wer wo auf dem Presseevent war. Man hat schon ein paar Videos gesehen. Ich nenne die Namen jetzt einmal: LA Knight, AJ Styles, Kevin Owens, Jade Cargill, Shawn Michaels. Die 5 waren auf dem Presseevent und gerade Shawn Michaels wäre natürlich so ein Bucketlisting gewesen für Steini. Dadurch haben sie so eine Option B bekommen. Sie haben jetzt die Tickets bekommen, dass sie den ganzen Tag zur WWE World können. Ja, ob das jetzt der Ausgleich ist, der es sein sollte, weiß ich nicht. Das ist ein richtiger, richtiger Bruch. Chat seht ihr übrigens hier oben auch. Der darf sich natürlich auch nochmal präsent zeigen. Mein Vorhang ist leider runtergefallen, den muss ich morgen nochmal festmachen. Das ist schon, also das ist schon sehr, sehr brutal. Tut mir auch sehr, sehr leid, gerade für Steini in der Situation. Und wir haben auch eben schon mal per Sprachnachricht erfahren, die habe ich eben im Stream abgespielt, dass die WWE World jetzt aktuell, das ist jetzt so 2 Stunden her, das heißt so 16, 17 Uhr am Nachmittag in Amerika ratze ausverkauft ist. T-Shirts kaum noch da, in kaum Größen, keine Jacken mehr da. Die WWE World ist jetzt schon leergefegt am Freitag. Und die geht noch 3 Tage, glaube ich. Ich glaube, die geht bis einschließlich Montag. Ich weiß nicht, wie die das auffangen wollen. Jetzt hast du natürlich Tickets für eine WWE World, wo du jetzt schon 2-3 Mal durchgejodelt bist, alles schon gesehen hast, überall Fotos gemacht hast am Donnerstag, wo eventuell noch mal ein paar Superstars hinkommen könnten. Aber ja, die Situation ist halt nicht so geil. Weil um da für die Superstars irgendwie anzustehen, braucht es auch Tickets, die sich natürlich nicht geholt haben, weil die davon ausgegangen sind, bei einem Presseevent passiert ein bisschen was. So, das waren meine Worte dazu. Ich zeige euch jetzt, was sie optional dafür bekommen haben. Sie hatten trotzdem ein Interview. Nachdem sie jetzt da mit Grace Waller und Austin Theory ein bisschen was hatten, kam dann das hier noch rein. So, wir sind jetzt erstmal wieder hier. Wir warten jetzt auf Natalya und Shayna Baszler. Da hinten am Ring kannst du jetzt Fotos machen mit Miss and Maurice. Hier hinter ist die Pat McAfee Show, meine ich. Da hinten auf der Bühne ist Rollins gerade. Da sieht man wahrscheinlich gerade nichts, ne? Boah, aber Miss and Maurice hätte ich, glaube ich, sogar mitgenommen, oder? Also ein Bild mit Miss and Maurice. Mit Miss sowieso. Ich meine, die haben das natürlich letztes Jahr schon gehabt. Aber Mr. Maurice, warum nicht, Alter? Aber da wird wahrscheinlich, warte mal, wahrscheinlich auch eine gute, ja, guck mal, das sieht man halt, auch wenn es ein bisschen verpixelt ist, hier ist schon eine gute Schlange. Hier hinter ist die Pat McAfee Show, meine ich. Da hinten auf der Bühne ist Rollins gerade, da sieht man wahrscheinlich gerade nichts, ne? Ja, nicht so wirklich, da ist auf jeden Fall Rollins. Ja. Der schmeißt da ein bisschen was in die Menge rein. Gegenüber von uns ist Big E. Auch cool. Also jetzt heute ist schon ein bisschen mehr aufgefahren tatsächlich. Also Stationen werden belegt.
brechen voll und wir haben auf jeden Fall schon gesagt, wir werden einen Tag hier sehr, sehr früh hingehen, damit wir da hinten jeder einen eigenen Entrance machen können. Wollte ich gerade sagen, das hätte ich sowieso mitgenommen. Wenn sie das jetzt gestern nicht mitgenommen haben, dann hätte ich das gestern, also hätte ich das auch safe nochmal mitgenommen. Aber die Frage ist, früh hin, ich meine, die haben das Glück, dass sie ja diese Presseausweise haben. Da kannst du das machen, aber da wird es halt immer voll sein, egal zu welcher Uhrzeit du da wahrscheinlich hingehst. Gehe ich jetzt einfach mal schwer von aus. Wenn das jetzt schon so voll ist am Freitag, könnt ihr euch vorstellen, wie Samstag und Sonntag da aussieht. Aber es ist immer noch so human, ne? Also hier so die Wege und sowas, das geht schon alles noch, so hinter den Jungs. Das tummelt sich dann vielleicht auch alles eher so an den Ständen, wo die Autogramme sind und sowas und die Fotos. Das ist auf jeden Fall auch noch der Plan. Aber so hast du mal wieder ein bisschen Input hier, was wir gerade machen. Ja, die beiden stehen da. Und dann lupt der Lachs hier. Wir warten jetzt auf die... Pat McAfee gibt Gas dahin, aber da siehst du eh nichts, weil da brechend voll ist. Ja, ansonsten... Sehen alle auf jeden Fall sehr happy aus. Also Erne sieht auch fit aus. Na gut, die sind wahrscheinlich alle ein bisschen genervt, hier, ne? Dass hier was passiert. Irgendwie... Also ich verstehe auch, also ich würde halt sowieso verstehen, wenn man auch so ein bisschen angeschlagen ist. Ich habe das Gefühl, dass die kein richtiges Programm haben gerade, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. So, weil stehen da jetzt irgendwo in der Halle irgendwo und nimmt auch keiner so richtig an die Hand gerade, so, also dass die da so ein Programm, klar, weil eben das Interview ausgefallen ist, aber man hat auch keinen Plan B. Du kannst ja nicht 100 Leute sagen, ihr könnt nicht da und dahin. Guckt mal, was ihr mit eurem Tag macht. So, Plan B gibt's nicht. So, ja, entscheidet euch für irgendwas. Ja, wirkt ein bisschen durchgeplanter, finde ich auch. Wenn alles gecancelt wird, wundert mich das nicht. Bin ich bei dir? Verstehe ich. Aber du musst denen ja trotzdem irgendwie einen Plan B mit an die Hand geben. So. Weil, wenn die jetzt irgendwo hingehen, stell dir mal vor, die gehen jetzt, weiß ich nicht, 10 Kilometer oder 10 Meilen weg und gehen irgendwie in eine nächste Stadt oder was weiß ich, weil die da nichts zu tun haben. Und dann kommt auf einmal der Anruf, ja, wir haben hier das und das und das für euch geplant. Wahrscheinlich musst du auch immer so ein bisschen parat stehen, weil es könnte ja noch was passieren. Oder vielleicht hast du die Hoffnung, dass ein bisschen was passieren könnte. So. Und weiß ich nicht. Also ich... So, was ist hier? Slivo, deine absolute Lieblingswrestlerin ist da. Muss aufpassen, dass ich nicht zitter. Ich bin so nah dran. Heilige Maria Gottes. Ich meine, die bricht mir innerhalb von einer Sekunde die Kieferleiste. Deswegen spreche ich ganz leise. Ich habe Angst, nicht, dass sie Deutsch kann. Ich wollte es gerade sagen, Alter. Nachher kann die Deutsch. Und die so, was hast du gesagt? Bei wem bin ich Lieblingswrestler? Gib mir den mal ans Telefon. Ich hole mir den. Hier bennt die Maiko. Ich drehe den die Kieferleiste durch. Hol mir den jetzt. Tamam. Wir müssen ins Café. Wir müssen reden. Bist du nicht dieser Rolex, René? Erkennt dich doch. Du rennst doch hier nur mit der Rolex rum. Du bist doch hier der Gaffer hier, oder? no, sorry, my name is not Rolex, René. I think you must understood that. I don't speak German. Voila, Brudi. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich mag Shayna Baszler. Ich finde Shayna Baszler wirklich gut. Que pasa, ja, una cerveza, por favor. Und da kann ich auch noch Spanisch, stell dir das mal vor. So, jetzt drehe ich dir wirklich die Kieferleiste durch, es reicht. Drei Sprachen, du hast mich dreimal verarscht, jetzt ist vorbei. ich mag Shayna Baszler halt eigentlich wirklich, weil ich ihren Run bei NXT total gefeiert habe. Ich fand die bei NXT richtig, richtig stark. Und ich fand den Call-Up eigentlich auch gut. Aber was man halt so danach gemacht hat, war nicht so geil. Irgendwie hat man sich da, es hat so ein bisschen so... Böse gesagt, hat das so ein bisschen den Karrion-Cross-Effekt. Du hast da eigentlich ein gutes Talent so und pushst das so ein bisschen, aber pushst das auch nur an und ziehst nicht so richtig durch. Und das ist so ein bisschen das Problem. Bei Karrion ist das ja auch so das Problem. Der sieht halt aus und wird immer platziert wie der Oberheel, der alles zerstört. Aber du gehst halt nicht weiter als 2 Schritte mit ihm, wobei du eigentlich wahrscheinlich 20, 30 mit ihm gehen müsstest. Aber der kommt ja nicht mal mit an den Beckenrand, um ins Wasser zu springen. Und ja. So ein bisschen schwierig. Und bei Shayna war das auch so, du hast das versucht mit diesem krassen Elimination Chamber und danach hast du sie fallen lassen. Slivo, deine absolute Lieblingswrestlerin ist da. Ich muss aber sagen, dass sie da ein cooles Outfit hat. Sieht aber fresher aus, Shayna, da.
Muss aufpassen, dass ich nicht zitter. Ich bin so nah dran. Heilige Maria Gottes. Ich meine, die bricht mir. Ist aber auch sehr lieb, die umarmt alle und so. Ich spreche ganz leise. Ich hab voll gut. Angst. Nicht, dass sie Deutsch kann. Ich hätte es wirklich gefeiert, ne, wenn die einfach gesagt hätte, hör mal, halt mal die Fresse da drüben jetzt. Also bis hier, ne, ich sehe dich hier seit 2 Tagen rumrennen, wie King Kotlet mit deinen 2,40 Meter und deiner Rolex umarmt, nur Leute am Beleidigen. Ich kann noch nichts dafür, dass du Randy Orton hier nicht siehst. Das wäre eine Antwort gewesen, die ich gefühlt hätte. So, noch einen von Steini? Ne, von René? Ne, von Steini. Ehrlich, ich glaube, die haut dir direkt die Kieferleiste krumm, wenn du der einmal ein falsches Wort sagst. Wie sich das mit der Kieferleiste eintreten, aber komplett etabliert hat, ne? Jetzt nur seit Wochen nur Kieferleiste durchtreten. Egal welchen Zusammenhang. Ja, wenn du den bei Meet and Greet hast, ne, ein falsches Wort, der tritt dir die Kieferleiste durch. Ja, gut, aber ist ja nur Hornswaggel. Ja, aber auch der. Trainer ist jetzt hier. Also, ich bin ehrlich. Ich glaube, die haut dir direkt die Kieferleiste krumm, wenn du der einmal ein falsches Wort sagst. Ne? Nee, oder was denn da? Auf gar keinen Fall. Was? Wassereis? Nee, oder was denn da? Auf gar keinen Fall. So, 1-1. Einmal das Foto von René. Aber Steini meinte, ich hätte auch mal gesagt, dass Natalia eigentlich super, super nett ist. So. Natalia muss wohl richtig, richtig lieb sein. Also man... Na? Wie waren die Interviews heute Mittag? Na? Sag es mir. Man sieht ihn da so an. Man sieht René in jeder Pore an. Es hätte LA Knight sein können. Hey, Snivo, ich hab ein Foto. Presse-Event bei LA Knight. Ups. Hello, Darkness, my old friend. Das ist einfach. Es ist ja nicht mal lustig, ne? Es ist ja nicht mal lustig, aber man sieht es René an, so. Fickt euch. Wirklich. Fickt euch. Ich bis hierhin und nicht weiter. Jetzt bin ich der, der die Kieferleisten durchdrückt. Aber trotzdem cooles Foto, so. Ich bleib dabei. Ich mag Shayna. Ich mag Shayna wirklich. Ich habe die Hoffnung, dass man bei Shayna vielleicht irgendwann nochmal. Ist auch schon spät, ne? So einen kleinen Run versucht oder so. Aber Natalia ist halt. Natalia ist auch jetzt gerade bei NXT, ne? Na gut, ich meine, von der alten Natalia sieht man ja auch nicht mehr viel, ne? Könnte schon noch ein neuer Draft sein für NXT. dementsprechend. Ja, weiß ich nicht. Ist vielleicht cool für die Mädels da bei NXT, für die Frauen bei NXT, aber ich weiß nicht, ob man Natalia Run braucht. Ich weiß auch nicht, ob Natalia, die ist ja wirklich wie so eine Mutter im Hintergrund. Das hat man ja, wenn man so ein bisschen diese Total Divas Sachen sieht und sowas. Die ist, glaube ich, ein Segen für einen Lockerroom. Dafür ist die wirklich stark. Bringt die wirklich so viel noch jungen Talents? Vielleicht so ein bisschen Manier und Anstand. Vielleicht hat man das auch deswegen gemacht, damit so ein Hühnerhaufen mal ein bisschen sortiert wird, weil da sind auch natürlich sehr viele junge Frauen und sowas dabei, so, vielleicht gibt's da noch ein bisschen mehr, ja, Zickenkrieg oder ein bisschen Unstimmigkeiten, so. Aber, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich die Lösung ist für ein NXT-Roster. Oder man braucht sie wirklich im Main-Roster nicht mehr, weil da jetzt andere Alpha-Tiere sind. Für Shayna tut's mir ein bisschen leid. Weil ich auch sagen muss, dass Shayna dann auch die letzten Monate, und das kann ein bisschen Ringrost sein, das kann aber auch generell einfach ein Problem sein, auch nicht mehr so geile Matches geworkt hat. Also auch das muss man einfach so festhalten und da gibt es ja auch nicht viel schön zu reden. So. Dann schauen wir nochmal das Bild von Steini. Shawn Michaels.
I'm just a sexy boy. Aber der sieht auch nicht ich aus, ne? Ach, es tut mir halt wirklich ein bisschen leid für die beiden. Ist das schlimm, wenn ich den Panda da rechts am Monitor noch die ganze Zeit so lachen sehe? Das ist wirklich, das macht mich mehr traurig. Der hat schon was heulen. Der riecht direkt. Der hat jetzt schon 30 Mal den Laptop wieder zugeklappt. Aber es ist irgendwo, ist es, vielleicht muss man das auch mit Humor sehen. So. Ne? Aber zeitgleich ist das, ja, ich glaube, man muss es mit Humor sehen. Weil ich glaube, die Situation rund um Steini, das ist halt schon. Also mit der ganzen Shawn Michaels Nummer, das ist schon brutal so. Das kannst du nicht anders als mit Humor sehen, weil sonst frisst dich das, glaube ich, auf. Ja, also ich glaube, wenn du sagst, du bist bei Mania und gehst an Day 2 mit diesem Foto raus, denkst du dir so, ich hätte auch einen Tag später anreisen können, wahrscheinlich. Vielleicht haben sie ja Glück. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass die vielleicht nochmal vorm Hotel ein bisschen was sehen. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Wird sich zeigen. Gestern war halt so, dass ich, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen, weil gestern war halt ein krasser Tag, ne? Also gestern war ein sehr, 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 sehr krasser Tag für die. Oder zumindest für Steini, und vielleicht ist das dann halt einfach jetzt so ein bisschen, ist halt, glaube ich, so eine leichte, es drosselt halt so ein bisschen, ganz leicht. Ja. Ich habe euch bisher alles gezeigt, was ich habe. Hier ist heute nicht viel. Und genau. Angekündigt war, dass die dadurch, dass das heute so schlecht lief mit dem Presseevent und alles nicht so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat, dass die beiden Jungs am Sonntag, die sind ja auf der WrestleCon, richtig durchdrehen werden. Ja? Also auf der WrestleCon, von der WrestleCon wird es dann richtig, richtig, richtig viel Content geben. Ja? Sozusagen die WrestleContent. Haha. Ich hoffe, dass wir gleich noch ein bisschen Material kriegen von SmackDown. Das sollte dann auch das Letzte sein wahrscheinlich fürs Video, außer es passiert heute noch irgendwas Wildes am Hotel, was ich aber nicht glaube. Also, ich habe ein bisschen was an Stuff bekommen, aber das wird vielleicht auch nicht das Letzte sein. Die Jungs sind jetzt schon, Stand jetzt, wir haben hier unten auf der Uhr, ihr seht es nicht, 1.51 Uhr schon seit ein paar Minuten in der Halle. Ich habe ein bisschen was von der Ankunft und von den Plätzen bekommen, damit ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommt. Ich weiß nicht, wie viel ich davon reinschneiden kann, wenn man halt auch die Musik hat und ihr wisst, wie das ist, Copyright und weiß ich nicht was. Aber wir schauen mal rein. So, einen wunderschönen guten Abend an den Chat, an Sleeve und an Panda, die alte Kanalratte. Da findet SmackDown statt und Raw und NXT. Und ich krieg sogar beides auf ein Bild. Da SmackDown, bla bla bla, und da WrestleMania. Und da seht ihr auch schon so ein bisschen den Pavillon da drin, ne? Das sieht schon geil aus, ne, die Arena. Noch Beleuchtungstest sieht man vielleicht so ein bisschen. Ja, und wir gehen jetzt hier rein. Stadion sieht schon richtig gut aus. Ist die ganze Bagage, und ich muss jetzt einmal schneller laufen, weil ich mir den Arsch abfriere. Oh, guck dir diese Jacke an, du. Mach mal Platz da, du, mit deinem Kadaver da. Hat Jay sich die jetzt doch geholt? Hat Jay die sich doch geholt? Jay wollte die sich doch nicht holen. Ich sag mal so, einen Tag später, Jay hat sie sich doch geholt. So viel dazu. Steini hat wieder Überredungskünste rausgehauen. Sehr gut. Aber ist schon cool, ne? Wenn da, also mal abgesehen davon, dass ich finde, das Stadion sieht halt wirklich richtig, richtig, richtig geil aus. Also richtig, richtig gut. Das kann schon eine geile Atmosphäre sein. Und dann hast du hier direkt daneben SmackDown, NXT und Raw. Das ist schon cool. Und das ist halt wirklich auch keine kleine Halle hier, ne? Das Wells Fargo Center. Ist die ganze Bagage, und ich muss jetzt einmal schneller laufen, weil ich mir den Arsch abfriere. Oh, guck dir diese Jacke an, du. Mach mal Platz da, du, mit deinem Kadaver da. Oh. Schön. Schöne Jacke, du. Guck mal, die hat sogar noch Patches. Die hat sogar noch schöne Patches. Hi, was geht? Geile Jacke. Hast du meinen Namen gesagt? Ja, normal. Warum hat er nee, keine Jacke? Ich wollte mal deine Jacke präsentieren. Ich hab nur gehört, geile Jacke. Das meinst nicht. Schöne Sache. Ey, dann wisst ihr zumindest mal, wie das hier von außen aussieht, ne? Der ganze Schuppen hier. Ja, wunderschön, oder? Ich find das geil, nee, bin da ehrlich. Ist das, oder? Aus Oberhausen. Köpi, ja. Das sieht schon geil aus. Also die sehen fit aus, nee.
Mal kurz. Mal deine Jacke präsentieren. Ich hab nur gehört, geile Jacke. Du meinst nicht. Schöne Sache. Ey, dann wisst ihr zumindest mal, wie das hier von außen aussieht, ne? Der ganze Schuppen hier. Ja, wunderschön, oder? Ich finde das geil, bin ehrlich. Oder aus Oberhausen. Köpi, ja. So, und dann zeige ich euch mal, jetzt seht ihr einmal die Plätze, wo die Jungs sitzen. Damit ihr das einmal seht. Was ich eben meinte mit die Plätze sind nicht so geil. Also, wenn du das mal mit letztem Jahr vergleichst, wo die bei SmackDown gesessen haben, also es war okay, da waren die aber eher so unten hier im Rang. Ja. Nee, es sind keine guten Plätze, Alter. Das ist viel zu hoch. Hier unten sind gute Plätze, hier in Rondoell. Tippi! It's Tippi-Time! Auf einmal ist Steini auch im Tippi-Time-Fieber, ne? Nee, hat nichts mit verwöhnt zu tun. Ich sag ja nicht, dass die schlecht sind. Ich sag nur, die sind schlechter als letztes Jahr. Das hat ja nichts mit verwöhnt zu tun. Hä? Das ist ja ein dummer Kommentar. Okay, die Plätze sind besser als letztes Jahr. Das ist besser. Okay, dann. Okay, die Plätze sind besser als letztes Jahr. Die sitzen fast unterm Stadiondach. So. Du siehst immerhin gut was. Aber ist krass, ne? Also, es ist wirklich kein Entrance. Diese zwei LED-Dinger. That's it. Dann haben die wirklich wieder komplett voll ausverkauft. Tippi! It's Tippi-Time! Guck mal, wie laut ist das und das ist doch nicht mal voll, ne? Tippi! Oh, könnte eine geile Stimmung werden. Könnte eine sehr geile Stimmung werden gleich. Tippi! Auf einmal ist er voll im Tippi-Time-Fieber. Oh, nee, weiß ich nicht. Ja, jetzt auf einmal, ne? So, letztes Video. Hier sind Dark Matches. Junge, was ist das für eine Halle, Alter? Boah, es sieht schon. Die Halle ist schon krass, oder, Chat? Obwohl, wenn du es so siehst. So, der Winkel von hier ist schon geil aufs Match, das stimmt. Also, wenn du den Winkel so siehst, ist geil. Ach, da ist okay, oder? Mhm. Ist okay, Chat. Ist okay. Ey, dann haben wir noch mal ein paar Eindrücke von SmackDown. Ich finde die Plätze auch in Ordnung. Also es ist jetzt nicht super, super schlecht, aber es ist schon schlechter als letztes Jahr. Der Winkel und so ist ganz cool. Aber trotzdem ist das cooler, wenn du hier unten irgendwo sitzt, so. Bisschen tiefer und nicht so von oben drauf guckst, glaube ich. Aber das ist mal eine Halle und die ist dann anscheinend wirklich ausverkauft. Das ist auch ein Statement, ne? Klar ist das for Mania, aber trotzdem ist das auch nochmal ein Statement, aber das werden viele mitnehmen, die wahrscheinlich zu Mania gehen. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr geile Einblicke. Ich bleibe dabei. Ich hoffe, euch gefallen die Einblicke. Die sind ja auch nicht selbstverständlich, dass wir die so kriegen. Noch einmal das Tiffy-Time, bevor wir jetzt in SmackDown reingehen, würde ich sagen. Tippi! It's Tippi-Time! Ah, ich hab so Bock auf Tippi. Strapped! Die braucht einfach ihren alten Entrance wieder. Die braucht den alten NXT-Entrance. Saugut. Saugut. Kuss an die Jungs. Dankeschön für die Einblicke. Bedankt euch bei den Jungs, dass ihr hier ständig Content bekommt und wir sind immer noch nicht bei Mania. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr hier morgen live mit mir im Stream seid. Und dann kommen die ersten Eindrücke von Mania, von der Arena, vom Stadion, vom Vorhof und alles. Das kriegt ihr alles hier morgen im Stream mit. Das wird so geil. Ihr könnt nicht näher dran sein als morgen. YouTube, das war's mit Tag 2 aus Philadelphia. Und wir haben noch ein bisschen Content gesehen mit einem kleinen Downer aufgrund der Interviews. Aber ey, die nehmen uns so mit. Und das wird ja jetzt, wir sind ja noch immer nicht bei Mania, ja. Wir haben jetzt SmackDown, wir sind noch nicht bei Mania, weder Day 1, Day 2, da ist noch gar nichts passiert.
und trotzdem schon so geile, geile Sachen gesehen. Von Foodstores, von Philly Cheese Steak, von geilen, geilen Merchandise-Sachen, die ich eigentlich alle auch für mich haben möchte. Bisschen den Ort gesehen, bisschen Interview-Content, bisschen Gameplay-Content, alles dabei. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo hier da, lasst einen Daumen hier da, gerne unten was in die Kommentare. Und vergesst nicht, René und Steini werden im Laufe der nächsten Woche, also im Laufe der Mania, Woche nach Mania, ihre Vlogs hochladen. Checkt die beiden Kanäle ab, die sind unten verlinkt. Da werdet ihr die Vlogs finden, abonniert die, dann verpasst ihr das auch nicht. Das gleiche, wie ihr das hier machen solltet. In diesem Sinne, YouTube, mach's gut und ein Gutkick.